Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabrskaja. Oh, Anna, was soll ich nur mit dir machen? Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Last Light mit Artyom und Anna, dem neuen Superliebespärchen. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die liebevolle Menschen da draußen, die das letzte Video bewertet haben. Unterstützung ist immer wichtig, deswegen würde ich mich weiterhin über Bewertungen freuen. So, wir sammeln hier erstmal ein bisschen Munition ein. Ich bin ein Meister der Finsternis und der Gitarrenklänge. Deswegen spiele ich erstmal hier ein wenig auf meiner alten Klampfe. Dazu ein bisschen Musik. Hey Anna, hier drüben ist ein Bett. Naja, ein sehr kleines Bett für einen Zwerg. Aber hey, du könntest dich gegen den Rahmen lehnen und ich nehme dich hart von hinten. Wie wäre das? Wir könnten das machen, Anna. Du und ich. Schmutzige Liebe. Schmutzige, verstrahlte Liebe. Lass uns kleine Mutantenbabys machen. Kleine, hässliche, abartige... Okay, ich hör auf. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen schwierigen Zeiten zu überleben. Und kauf ein paar Waffen. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Ja, Anna ist wirklich knallhart, ne? Gut. Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Sanja, was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale Lage? Es ist unglaublich. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug dahin übergeflogen. Ein kleines hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Wenn du Munition oder irgendwas brauchst, dann komm wieder. Aber da ist diese Stadt im Norden, Poljarny-Sory. Dort steht ein Atomkraftwerk. Daher haben ein paar Leute dort überlebt. Ich habe mit ihnen gesprochen. Barbaren belagerten sie, aber sie konnten die Festung noch halten. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanja. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und im Bolschoi aufführen lassen. Oder wir hören hier Ideen für den nächsten Teil. Exodus. Warst du schon mal in die Katakomben? Nein! Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches. Weißt du? Du meinst die dicke Mama? Die dicke Mama! Wer könnte das sein? Oh Gott, Quantums Mom! Sie sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort! Straßensperre! Das ist ein altes. Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Hunter! Moment mal. Lesnitsky! Könnte es Lesnitsky sein? Wow! Für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, das Reich. Nein! Bewegung!
Ah, scheiße, Anna! Ich wollte Anna Bang. Die einzige Frau hier, die einigermaßen gut aussieht. Auch wenn sie eine extrem unerotische Stimme hat. Nicht der Akzent, der ist super sexy, aber die Stimme an sich finde ich irgendwie... Es geht so. Es geht so. Ob ich es tun würde mit ihr? Natürlich. Natürlich. What the fuck? Das waren die Roten. Der Verräter hat unsere Uniformen. Die armen Anna. Sind in den Keller runter. Da ist ein Eingang zu den Katakomben. Führt zu Otjabriskaya. Sie gehen dahin. Böser Ort. Anna. Ich finde, Anna wird ein bisschen so wie eine Prinzessin behandelt. Sie haben unsere Prinzessin Anna. Wir müssen sie retten. Munition. Nee, ich behalte natürlich meine Waffe. Die ist viel, viel besser. So viel besser. Keine Bücher oder sowas hier? Oh, nee. Und du, Kumpel, dich haben sie komplett leer gelootet, ha? Huh? Tja, so ist das eben. Machen wir mal das Licht aus. Was haben wir hier Schönes? Auch nix. Prinzessin Anna. Ich komme, um sie zu retten. What? What the fuck? Ach du Scheiße, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, eine Fackel. Gibt's hier noch mehr Fackeln? Kann man hier nicht irgendwie Lenins Grab finden oder sowas? Oh oh. Das klingt nach Quantums Mom. Morgens, wenn sie aufsteht, um 3:30. Für den ersten Snack des Tages. What the fuck? Oh shit, das wird heftig, Freunde. Alter, das ist so ein creepy shit hier mit diesen Schatten. Quantums Mom! Sie bewegt sich! Oh nein, sie geht rüber zum Kiosk. Zigaretten kaufen. Wir sind alle verloren. Nein, da drüben war was. Ein Skelett. Nein, Skelett. Nein. Okay, ist nur Schrott. Alles cool. Oh fuck, wir gehen nach unten. Oh fuck, Mama Quantum. Oh shit. Oh fuck. Lass die Finger weg. Ich muss hier ganz schnell raus. Oh shit! Okay. 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 Oh, Entschuldigung. Ich hab mich verdrückt. Holy shit. So wütend habe ich Quantums Mama schon lange nicht mehr erlebt. Anscheinend gibt's kein Ketchup Rot-Weiß mehr am Kiosk.
Wie will sie denn so ihre 34 Würstchen essen? Shit. Das gibt Ärger, Freunde. Okay. Der ist irgendwie verkrüppelt, kann das sein? Noch am Leben, was? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Heftig, einfach nur heftig. Na, Kumpel? Du hängst hier nur so rum, ha? Och nö. Irgendjemand spielt hier schon wieder an den Lichtern rum. Nosferatu, wo bist du? Fucking Big Mama. Oh crap. Oh crap. Lass sie ziehen, lass sie einfach ziehen. Lass sie einfach ziehen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Weg damit. Kann man nicht einfach so eine Fackel nehmen? Ist nicht. Alles klar, wohin? Da, wo die ganzen Viecher hingerannt sind, cool. Kann man das zerstören? Nee. Ah, jetzt doch plötzlich hier lang, oder wie? Oh, wie romantisch. Das ist süß. Hallo? Ich höre Stimmen. Anna? Jesus, rette mich, Jesus! Bitte, Jesus! Nimm mich bei der Hand, Jesus! Und dann führe mich in ein Zauberland, Jesus. Da bediene ich mich. Da lang ich kräftig zu. Was haben wir hier Schönes drin? Da lang ich auch kräftig zu. Oh oh, der ist hier schön am Schmatzen. Bei Lenins Grab. Von hier bin ich doch gekommen. Tja, sorry, Junge. Ging nicht anders. Gute alte Shotgun-Munition. Ah, oh, was geht denn hier ab? Oh shit. Oh shit! Oh meine Fresse. Der hat sich einen Snack geholt, der Junge. Oh nein, das war ein klassischer Stufe 4 Rölpser von Quantums Mom. Oh no! No, ich bin hier drin! Gefangen! Ach du! Dreck! Gib mir doch mal eine Minute!
gibt es doch nicht! Oh, fahr zur Hölle! Verfickt noch eins. Wow! Absolut wow! Aber die liegen hier schon eine Weile länger, oder? Die sehen nicht mehr so frisch aus. Ich will auf die Knie gehen und den Herrn erfreuen. Ich will, dass seine Erlösung mich ganz und gar bedeckt. Plötzlich Lara Croft. Jetzt gibt's keinen Weg zurück. Warte, ich mal einen kleinen Pump. Okay, da oben müssen wir nicht hin, da gehen wir auch nicht hin. Schlafen die da an der Decke? Ach du Scheiße! What the fuck? Psychotricks! Verreck doch! Oh, da platzen mir die Ohren weg! Ist es tot, oder? Bist du ein hässliches Fledermausding? Oi. Oi, 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 oi. Nee, danke. Hab ich ja schon dabei. Und obwohl ist irgendwie gepimpt? Obwohl, mein ist ja schon gepimpt. Oh. Ja, ich will auf die Knie gehen und den Herrn erfreuen. Ich will, dass seine Erlösung mich ganz und gar bedeckt. Komm mal aus hier. Hier runterspringen oder wie oder was oder wie? Oder was oder wie? Big Mama? Friss dies! Oh, da kommt hier noch einer von denen. Noch einer? Einer war ziemlich schwarz, der da hinten. Afronosales. Das gibt wieder Ärger. Hab einen Schwarzen umgeschossen. Ah, kannst du nicht bringen, Kies. Kannst du nicht bringen. Ah. Okay. Okay. Da kommen doch bestimmt noch mehr von denen. Oh, Kacke. Durchladen. Wie viele noch? Der ist ganz blutverschmiert. Oh, er ist tot. Der war schon angeschossen.
Einer lebt noch. Noch einer. Noch zwei. Irgendwie sehen die ab und zu so ein bisschen anders aus. Die differenzieren sich voneinander. Ah. Fuck! Eigentlich habe ich mir vorgenommen, 2018 weniger zu fluchen, aber es kommt mir so vor, als würde ich 2018 mehr fluchen. Turba! Oh, wie viele denn noch? Schnauze, du. Whatever. Ihr habt meine ganze Shotgun-Munition gefressen, ihr Scheißviecher. Oh, absoluter Dreck. Nach oben, James. Nach oben. Ganz schön langsam. Muss das so langsam sein? Oh, Leichen. Super viele. What the fuck? Oh nein, Quantum Swarm. Das war ein Fehler. Die Mutter von Quantum. Ah, komm! Du scheiß Drecksvieh. Ich hab noch Ketchup rot-weiß! Schmeckt der gar nicht, ja? Geht der voll auf den Piss? Quantums Mutter mag keine Säulen? Anscheinend. Sie mag keine Säulen. Oi. Okay, 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 okay. Der hat gesessen, ha? Huh? Wow. Wow! Die Frau braucht unbedingt eine Aggressionstherapie. Aber ganz dringend. Ach du Scheiße. Ah, Dreck! Wie jetzt? Sie hat eine Schwester oder was? Schön hier rum! Kacke! Okay, ist tot. Dann komm halt her! Was mache ich, wenn mir die Munition ausgeht? Plan B. Muss mit sowas hier arbeiten. Bam! Bam! Der Kleine reitet auf seiner Mom! Das schmeckt dir gar nicht. Was haben wir denn noch? Die hier. Schwupps, eins hier hin.
Moment, was? Was? Na? Combo Time. Der Kleine lenkt die Mama. Ach du Scheiße. Was sind das für gerissene Drecksviecher? Gehen langsam die Optionen aus. Aber es blutet doch, oder? Ich mach alles kaputt. Jump da drüben rein. Kracht das irgendwann irgendwie zusammen oder so? Ist sie tot? Oh. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Skaya. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Lisnitsky. Alles klar, Leute. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!